Hallo, ihr Lieben. Heute geht es um das Leben. Um Geburt, das Leben, das Sterben. Um das Leben in verschiedenen Dimensionen. Das dann plötzlich sehr konkret wird, wenn wir selber davon betroffen sind oder Menschen im Umfeld haben, die vielleicht nicht mehr lange leben. Und ich will versuchen, dieses Gespräch trotzdem auch humorvoll und leicht zu gestalten. Und ich weiß, dass mir das gelingen wird mit Sabrina Fox. Ich grüße dich. Hallo. Dankeschön. Schön. Schauen wir mal. Wir schauen mal. Das hat auch eine Tiefe, eine Ernsthaftigkeit, ja, aber auch eine natürlich. Schönheit, das Thema. Danke dir sehr, auch für deinen Mut. Ihr werdet gleich merken, warum. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Ja, ihr Lieben. Hallo Sabrina. Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich will mal beginnen mit einem Zitat von dir aus deinem Newsletter, was eine sehr schöne Einführung zum Thema ist. Sich selbst als Person wie auch als unendliches Sein wahrzunehmen, ist das, was wir an kleinen Kindern noch so natürlich wahrnehmen können. Später, wenn wir älter werden, braucht es den Wunsch, die Disziplin und den Fokus darauf, diesen Seinszustand wieder zurückzubekommen und dann sogar bewusst zu genießen. Am Ende des Lebens wird diese Zeitqualität durch diesen Seinszustand wieder sehr deutlich und erspürt als Geschenk. Ein sehr schönes und berührendes Zitat und Anlass auch ist, dass dein Lebensgefährte jetzt dabei ist, diese Welt zu verlassen und ja. Du erstaunlich offen und liebevoll auch darüber erzählst und dafür erstmal meine Bewunderung und vielleicht auch die Frage, warum tust du das, um zu ermutigen? Also wir reden drüber, er hat ja, Stanko hat auch in seinem Blog drüber geschrieben ja. Und ich habe dann erst drüber erzählt, wie er es in seinem Blog veröffentlicht hat. Mhm. Also für uns beide ist es so, dass wir diesem Prozess des Abschiednehmens etwas anderes hinzufügen wollen, als das, was gemeinhin angenommen ja. wird. Also dass es nur im Krankenhaus sein muss, dass mhm. es zu Hause nicht machbar ist, dass es bewusst sein kann. Sanko ist ein sehr bewusster Mann und dementsprechend tief sind die Gespräche, die wir dann auch haben, weil er sehr bald gemerkt hat, also er hatte Darmkrebs, dann kam Bauchfellkrebs dazu, dann hatte er einen Darmverschluss von beiden Damen, Dickdarm und Dünndarm, wo ihm klar wurde, er kann nichts mehr zu sich nehmen. Mhm. Es geht einfach nicht mehr. Alles, was reinkommt, muss oben wieder raus. Mhm. Außer man macht jetzt nochmal so eine Magensonde und das wollte er nicht. Und so hat er beschlossen, dass er das Sterbefasten anfängt. Sterbefasten, das haben früher jeder Bauer und jede Bäuerin gemacht. Die haben gesagt, ich bin fertig. Dann haben sie sich auf ihr Bett gelegt und haben nichts mehr gegessen und nicht mehr getrunken oder mhm. wenig getrunken. Mhm. Und dann gibt der Körper eben auf. Und Sanko ist jetzt, wo wir das hier im Gespräch haben, in mhm. seiner sechsten Woche. Und dadurch, dass er ab und zu noch was trinkt, ist der Zustand eben, zieht sich das. Und was auch in Ordnung ist, weil man hat Zeit miteinander und er freut sich aneinander. Aber es ist natürlich auch ein Prozess des Erkennens, dass er sehr bald erkannt hat, was nicht viele Leute erkennen, diese Kreuzung. Hier geht es zur Heilung. Ja. Und hier geht es zum Abschied. Und das ist eine, und das habe ich immer auch, schreibe ich oft in meinen Büchern, das ist eine sehr wichtige Kreuzung, die nicht immer erkannt wird. Also den Mut zu haben, sich nichts vorzumachen. Ja. So. Und das ist schwierig, weil du die Ärzte direkt fragen musst. Also sie sagen dir ja. nicht, weil es gibt ja im Terminus der Ärzte, da gibt es Lebensverlängerung. Und das bedeutet nicht mehr Heilung mhm. und es gibt Heilung. Mhm. Und entweder sie sehen noch eine Heilung aus ihrem Bereich oder sie sehen nur noch eine Lebensverlängerung. Und man kann das Leben auch mit einer Krankheit haben, und je nachdem, welche Krankheit das ist und wie man das dann haben will. Aber das ist ein ganz anderer Weg. Mhm. Der bedeutet, die Lebensverlängerung geht auf einen absehbaren Tod hin. Und das ist halt die Palliativmedizin, mhm. die dafür sorgt, mhm. dass du versorgt bist während dieser Zeit. Also gerade keine Schmerzen.
Und wie klar wurde, wie Stanko klar wurde, dass er in dieser Kreuzung ist, die zum Abschiednehmen führt, weiß ich noch, war mein Wunsch die ganze Zeit, keine Schmerzen, keine Schmerzen, keine Schmerzen. Also ja. Das war, da habe ich einfach wahnsinnig gefleht, dass das nicht passiert. Und das ist nicht passiert. Mhm. Und das Schöne ist daran, dass es Palliativmethoden gibt. Also es gibt das SAPV, heißen die, das ist spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Und die sorgen dafür, dass du Schmerzmittel bekommst, genauso wie im Krankenhaus. Mhm. Die kommen nach Hause, die unterstützen dich, die sagen dir, was du brauchen kannst, du sagst, was du brauchst, die geben dir das. Also das ist wirklich, also SAPV, bitte merkt euch das, wenn ihr sowas braucht. Das steht für uns alle zur Verfügung und das ist eine wirklich großartige Hilfe. Und dadurch ist er in einem Punkt, wo er wach und fast schmerzfrei, also ab und zu hat man natürlich irgendwas, aber da... Ihm wird regelmäßig Medizin zugeführt und dann gibt es so einen Knopf, da kann man noch was dazugeben, wenn es gerade nicht reicht. Also es ist wirklich toll. Also es gibt, man kann über die Pharmaindustrie sagen, was man will und es gibt genügend Dinge, wo ich mir denke, na Freunde, also bitte muss das sein. Aber in dem Fall ist man wirklich sehr froh drüber. Mhm. Wow. Und so, ja, ich sag mal bewusst und doch auch, friedvoll damit umzugehen, wahrscheinlich nicht immer, ihr habt auch eure Phasen gehabt. Nee, die hatten wir nicht. Nicht? Nein. Das heißt, was half euch oder hilft euch dabei? Ist das dann diese spirituelle Dimension, mit der ihr euch immer verbunden fühltet und noch mehr verbunden fühlt? Ja, also mein Mann hat ja seine eigene Spiritualität, die jetzt nicht eins zu eins mit meiner zu tun hat, aber er hat sich immer schon in sehr jungen Jahren mit der Unendlichkeit beschäftigt. Mhm. Und die trägt ihn auch und die trägt mich auch. Weil ich weiß, wie er weiß, wir sind unendliche Seelen und es ist eine Geburt. Das Sterben ist ein Geburtsprozess. Mhm. Und wie wir alle wissen, die schon mal selbst nur vom Hören sagen, ein Geburtsprozess ist kein lustiger Prozess. Der ist manchmal anstrengend, der ist manchmal... Also man geht ja im Geburtsprozess aus dieser Enge im Mutterleib hinaus durch ein Tor, wenn man will, in dieses Leben. Und genau so geht es wieder raus. Mhm. Also man geht durch eine Enge, der Körper ist, das ist, Stanko hat das beschrieben, dass er das Gefühl hat, der Schmetterling ist schon fast draußen, aber an seinen Füßen und so Rest hängt noch dieser Kokon dran. Und den versucht er jetzt noch abzuschütteln, damit er ganz raus kann. Aber das ist das. Das Bild, was er hat und was er empfindet. Mhm. Also es gab keine, wir hatten keine Gedanken, wie das hätte nicht passieren sollen. Hätte er nur das, wäre ich nur, nichts davon. Ja, also wunderschön zu hören und ich kann es ja bestätigen. Ich habe jetzt auch mehrere Abschiede gehabt von sehr nahen Menschen. Und ich dachte, boah, danach wird eine heftige Zeit des Trauerns sein. War gar nicht. Es ist ein bisschen Trauer, diesen Menschen zu verlieren, aber dieses tiefe Wissen, die Seele ist jetzt befreit und es geht ihr gut. Das ist so tief in mir auch verankert. Was ich auch spannend fand, ich habe dann, glaube ich, gelesen in einem der Newsletter, dass Stanko auch erstaunt war, wie kreativ er noch in diesen letzten Wochen, was da so alles geschieht. Magst du das mal beschreiben, was ihr da erlebt und er erlebt? Was eines der Sachen, die er gleich zu Anfang gesagt hat, die erste ein, zwei Wochen in seinem Sterbefasten, hat er gesagt, ihm war nicht klar, oder schon am Anfang, wo wir die Diagnose bekamen, sagte er, ihm war nicht klar, wie kreativ auch das Ende ist. Wow. Spannend. Also es ist schon entscheidend, wofür man sich entschließt. Ja. Bleib ich im Krankenhaus? Lasse ich mich da und da noch operieren? Weiß ich, was ich da überhaupt mache damit? Welcher Weg ist für mich passend? Mhm. Wo will ich sterben? Wen will ich noch bei mir haben am Schluss? Also wir waren als Familie, seine Kinder waren da, und wir waren 3 Wochen lang konstant zusammen mit ihm und er konnte noch viel erzählen. Er wurde ausgefragt von seiner Tochter und von seinem Sohn. Es wurde viel gelacht. Also die Leute haben uns, oder Freunde haben uns oft geschrieben, das muss ja schlimm sein. Und schlimm ist es nicht. Es ist traurig, es ist aber auch lustig. Wir haben zum Beispiel so ein Ding gehabt, es gibt so ein Spiel, wir haben auch Spiele gespielt, es gibt so ein Spiel, das ist Phase 10. Und da gibt es so 10 Phasen in diesem Kartenspiel, die man durchgeht.
Und dann war so die Frage am Tisch, wir waren also zu viert, Stanko hat mitgespielt, in welcher Phase sind wir denn, worauf? Sein Sohn meinte, also er ist in der letzten. Und wir haben schallend gelacht, ja, weil das war, ja. Es gibt viele dieser Momente, die sehr lustig sind. Also diese Trauer ist vielleicht 5% der Zeit. Oh, sie ist da und sie ist emotional und dann weine ich auch. Und dann, aber die hört wieder auf und dann erfreut man sich wieder an dem Miteinander. Und jetzt in seiner jetzigen Phase ist es natürlich so, dass ich, dass es um eine Erleichterung geht, wenn er den Körper verlässt. Und das ist jetzt die Phase, wo es sehr, sehr schmal natürlich kann auch kann noch ein bisschen gehen, aber ist noch relativ wach. Aber er ist jetzt einfach in der Phase, wo es aus zum Hinausgleiten geht. Und da bist du eben schon viel drüben. Ich habe ja meine Mutter bei ihrem Sterbeprozess begleitet und da mein Buch Der langsame Abschied meiner Mutter beschrieben. Wollte ich gerade vorlesen. Ja, danke. Und es war so ein Punkt auch, wo der Abschied meiner Mutter war ein sehr unbewusster Abschied. Die war durch ihre Demenz, war es ihr in der Lage, den Sterbeprozess zu ignorieren fast. Das ist ihr wirklich gelungen. Während Stanko ein sehr bewusster Mann ist und das als Künstler auch, er ging noch ins Atelier, hat noch gemalt für eine Weile. Also da sind noch Sachen passiert in seinem kreativen Ausdruck, die einfach fantastisch waren. Schön. Wenn jetzt Menschen zuhören und die haben vielleicht auch einen Menschen, der sich verabschiedet vom Leben, was würdest du sagen, was hilft diesen Menschen jetzt, jemanden zu begleiten? Wahrscheinlich die herzoffene Kommunikation und einfach das Dasein als Mensch, oder? Also es gibt schon so ein paar Sätze, die sind ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, wenn der Weg gegangen ist, wo es zum Abschied geht, dann sind so Sachen wie, gib die Hoffnung nicht auf, einfach zu spät. Quatsch, ja. Also damit sagt man auch demjenigen, ich weiß nicht, wo du bist. Oder wenn Freunde uns sagen, wir wünschen euch viel Kraft, dann sage ich bloß nicht. Also mir könnt ihr Kraft wünschen, aber Stanko braucht keine Kraft. Stanko braucht Hingabe. Weil das Letzte, was geht, ist der Wille. Und das ist sehr faszinierend zu sehen. Weil in Sterbenden ist es so, man gibt ja viel auf. Weißt du, du kannst nicht mehr Auto fahren. Ja. Du kannst nicht mehr, in seinem Fall nichts mehr essen. Du kannst nicht mehr irgendwo hingehen, in irgendein Konzert. Du kannst bestimmte Dinge nicht mehr tun. Also du gibst dauernd auf. Loslassen, das Thema, was wir alle in unserem Leben haben, ist das ultimative Loslassen. Also du gibst auf. Das heißt, das ist dann plötzlich wichtig. Ich will die weiße Tasse haben. Nein, ich will nicht die grüne, ich will die weiße Tasse haben. Weil das ist das Einzige, was noch gestaltet werden kann. Und das muss man und sollte man, wenn man jemanden begleitet, demjenigen auch lassen. Und nicht sagen, jetzt stell dich doch nicht so an, die grüne Tasse passt doch auch. Und auch wirklich anzuerkennen in der Wortwahl, wo derjenige ist. Derjenige, also zu fragen zum Beispiel, wie geht's dir in deinem Körper? Oder hast du bestimmte Träume oder Visionen? Oder wie kann ich dir was Gutes tun? Das sind die Fragen, aber nicht dieses, das wird schon wieder, das wird nicht mehr. Ja. Oder jemand sagte zu mir, ich habe mich eingespürt und ich glaube nicht, dass er stirbt. Ich wusste gar nicht, was ich darauf sagen soll. Weil ich meine, selbst wenn jemand glaubt, er hat sich eingespürt in eine Person, die sie nicht kennt oder einmal gesehen hat vor ein paar Jahren, warum sagt man das? Was will man? Will man damit doch eine... Irgendwie Hoffnung geben, ermutigen, aber vielleicht hat man selbst auch eine Angst vor dem Tod und vor dem Sterben, die sich dadurch projiziert. Und das ist ja, denke ich, auch nochmal ein spannendes Thema. Da kann man auch wieder sehen, wie stehe ich eigentlich zu den Themen, wo stehe ich da, wenn mir das Thema selber begegnet, in Form des eigenen Lebensablebens oder eines Freundes oder eines begleitenden Menschen. Und ich denke, das ist vielleicht eine weitere Kunst, herauszufinden, okay, warum habe ich Angst vorm Sterben?
was für eine Art von Sterben macht mir Angst? Und da ist wahrscheinlich eher die Angst vor Schmerzen, wo du ja gesagt hast, das kann man ja nehmen. Ja, aber der Übergang und so, das ist ja, ja. Ja, also uns hat das Palliativteam auch immer wieder gesagt, dass sie so eine Familie wie uns nicht haben normalerweise. Ja, also weil, wo auch die Kinder völlig d'accord waren und besprochen wurde, was passiert und wie es passiert. Toll, und wir folgen Jastanko. Also ich kann nicht vorlaufen und sagen, lass uns dieses tun. Nein. Wir müssen als Begleitung in die zweite Reihe. Und da muss man sich auch, wenn wir glauben, wir wissen alles, nein, wir wissen gar nichts. Ja. Das geht um den Weg, den die eine Person geht, den wir lieben. Und da geht es auch ums Abnabeln. Und es ist, ich muss ihn auch verlassen ab und zu, damit diese Abnabelung stattfinden kann. Ja, ich verstehe. Weil es gibt häufig Leute, die es bedauern, beim Sterben nicht dabei gewesen zu sein, weil sie glauben, ich habe dann jemanden verlassen. Ich habe jemanden zurückgelassen. Also in meinem Testament steht, dass ich alleine sterben will. Weil das ist für mich wie ein Einschlafen. Ich gleite hinaus aus dem Körper. Und wenn ich aus dem Körper gleite, kann ich niemanden haben, der mir mein Gesicht streichelt, weil dann kann ich nicht einschlafen. Ja, und so Geschichten gibt es ja immer wieder. Die Familienmitglieder sind die ganze Zeit da und dann gehen sie mal 10 Minuten oder mal kurze Pause und dann geht die Seele. Weil das so nötig ist und weil es am besten so ist für die Seele. Ja. Ich habe jetzt gerade gehört von jemandem, der lange Jahre verheiratet war, schon seit Jahren sagt, er will nicht mehr, eine sehr alte Person. Und die andere Person in dieser Beziehung hat Schwierigkeiten gehabt, gehen zu lassen. Und dann kam er nochmal ins Krankenhaus und dann hat er sich den Hals gebrochen im Krankenhaus, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt gehen, weil wenn ich wieder nach Hause komme, kann ich wieder nicht gehen. Also es war so ein, er ist gestürzt. Und das war so ein, das war seine einzige Möglichkeit. Also ich habe das so erspürt, das kann ich mir natürlich auch einbilden, um Gottes Willen, ich bin die Person nicht, aber so erspürt, wie ich muss jetzt gehen. Fühlt sich schon richtig an. Und jetzt, wenn ich jetzt nicht gehe, dann bin ich wieder zu Hause und dann kann ich wieder nicht gehen. Ja. Also wir müssen eine andere Person, oft ist es so, dass die andere Person die Erlaubnis braucht, wirklich, in Sankos Fall ist es nicht. Aber viele, die sehr pflichtbewusst sind, Menschen, die sehr pflichtbewusst sind, die trauen sich nicht zu gehen oder haben das Gefühl, sie können nicht gehen, weil sie jemanden traurig zurücklassen. Die bleiben halt dann. Ja. Und zu sagen, nein, Sweetheart, Schatz, Geliebte, Geliebter, du hast alles wunderbar hinterlassen. Bei meiner Mutter war es so, am Schluss sagte sie, ist denn noch was zu tun? Und dann sage ich zu ihr, nein, Mama, du hast alles erledigt. Und dann sagte sie noch, kaum zu glauben, weil meine Mutter so gewohnt ist in dieser Generation, dass immer was zu tun war. Ja. Und dann ist sie dann auch irgendwann mal gegangen. Aber bei ihr musste ihr Körper aufgeben. Und das ist, unseren Körper zurückzulassen, ist keine leichte Aufgabe. Ja. Wunderschön, was mich jetzt sehr berührt hat, wo du sagst, wir sind nur dabei, Stanko geht seinen Weg und es ist sein Weg. Und das ist ja vielleicht bei der Kindererziehung genauso. Die Kinder entwickeln sich als Charakter und Mutter sein heißt, dieses Kind einfach zu begleiten, mal sehen, wo es hin will. Und natürlich trotzdem hier vieles beizubringen, Grenzen und so, alles. Eine schöne Parallele. Das ist genau diese Parallele. Ja. Und die empfinde ich auch jetzt ganz stark. Und es ist ganz interessant, dass dieser Wille, weil im Sterben geht es dann am Schluss darum, diese Hingabe zu erreichen. Und diese Hingabe zu erreichen, dann ist es dir wurscht, welche Tasse du hast. Dann ist es dir egal, wo dein Telefon ist. Dann ist es dir egal, wo dir wer noch eine Nachricht schickt oder nicht. Du hast dann mit diesem Erdensein abgeschlossen und gehst in diese andere Unendlichkeit zurück. Und diesen Weg zu begleiten, natürlich gibt es Momente von uns, wo wir, und jetzt in dem Moment ist es so, wo wir ihm wünschen, dass er seinen Kokon ablegen kann. Weil es, weil es sich für ihn auch zieht. Er sagt, ich will jetzt. Und da gibt es immer wieder Momente, wo man einfach sieht und wo wir auch weinen. Und das ist auch das darf eben alles sein. Aber es ist alles in allem,
ist es ein lebender Prozess. Wunderschön. Und die Regie schreibt halt das Leben, ja. Absolut. Oder Gott und die Seele. Und wir können nur uns dem hingeben. Ja. Und deswegen ist ja jeder Sterbeprozess ein ganz individueller und mit nichts zu vergleichen. Also ich hatte auch eine ganz liebe Seelenbegleiterin, mit der ich sehr lang verbunden war. Du kennst sie auch. Sie hat einen langsamen Übergang insofern gehabt, es begann Alzheimer und sie konnte langsam nicht mehr reden und nur noch Tippelschritte gehen. Und ich merkte aber, wie auch sie es hingekriegt hat, sie hat auch so ein spirituelles Bewusstsein, ich gebe mich dem hin. Und ja, dieses Gottvertrauen, das Vertrauen in die Richtigkeit dessen, wie es geschieht und was geschieht, war bei ihr immer da und am Ende sogar noch mehr. Mhm. Und sie ist total in Frieden gegangen, wo ich auch nicht da war, wo ich auch da noch, ich wäre so gern ihr, aber hat sich nicht ergeben. Sie ist auch, war auch ganz allein im Übergang. Und da auch zu sehen, ja, und wer weiß, welche wichtigen Erfahrungen die Seele vielleicht da auch nochmal machen durfte, die sie mitnimmt ins nächste Leben, eben zu sehen, der Körper wird immer schwächer und ich bin aber trotzdem noch Seele, das wissen wir ja, alles natürlich nicht. Das hat alles seinen Sinn. Oder auch, wo man denkt, dass ein Mensch vielleicht jetzt sehr leidet, in Wirklichkeit verarbeitet vielleicht die Seele in diesen letzten Momenten ganz, ganz Wichtiges, um dann wirklich befreit zu sein, oder? Es ist ja auch der spirituelle Blick auf sich selbst im Körper, heißt ja, ich habe einen Körper, aber ich bin nicht mein Körper. Ja. Und am Schluss, wenn der Körper in einer solchen Krankheit oder in einer Alters, wenn du stirbst, wird der Körper ja auch schwächer und gibt auf. Wenn du das betrachtest, erkennst du, ich bin nicht mehr dieser Körper. Ich empfinde mich anders als dieser Körper, wie er aussieht. Mhm. Und du erkennst auch diese Weite in dir, erspürst du auch diese Weite in dir, die außerhalb deines Körpers liegt. Und das ist ja auch das Faszinierende an diesen Prozessen. Und da gibt es ja auch immer diese Herausforderung, die wir selber haben. Wann sterben wir? Ist es eine Frage, dass wir haben was falsch gemacht, wenn wir sterben? Mhm. Also wenn wir unter 100 sterben oder unter 90 sterben. Stanko ist 61. Und da gibt es ja gerade in der Spiritualität sehr häufig Gedanken, dass man glaubt, da hat man dann der Mutter nicht vergeben oder da hat man dann dieses und jenes nicht gemacht oder das und das. Zum Beispiel ist es so, dass im Sterbeprozess die Raucher, also ich rede hier von der Allgemeinheit, sehr viel leichter sterben als Gesundheitsmenschen, weil die sich sagen, ich habe alles richtig gemacht, wieso sterbe ich jetzt? Und bei Hospizbegleitern, ich habe viel gelesen und mit vielen Leuten gesprochen zu diesem Thema, die sagen, Raucher wissen, okay, ich habe geraucht, scheiße, das haben wir die ganze Zeit gesagt, das ist nicht gesund. Die gehen damit entspannter um. Und deshalb glaube ich, die Seele hat einen bestimmten Seelenweg, der eine bestimmte Zeit hat. Manche Seelen gehen sehr früh, die gehen gleich nach der Geburt, manche werden sehr alt. Und das hat damit zu tun, meiner Meinung nach, und in meinem Verständnis, was der Seelenweg beinhaltet. Und wenn das erledigt ist in diesem, und was ich auch noch mitbekommen will am Ende meines Lebens, also diese Stanko, dass er wurde, als er jung war, von seiner Mutter zurückgelassen, als Sechsjähriger. Und zu sehen am Ende seines Lebens, dass er nicht zurückgelassen wird. Ja. Da findet Heilung statt in der Kindheit. Also wir können diesen Prozess, den wir dann am Schluss, also die Fäden, die wir am Anfang gelegt haben, was wir lernen wollen, die ziehen sich durch unser Leben durch und am Schluss verknüpft sich das, damit das dann am Ende es ist dann am Ende erreicht, erschaffen, vollendet. Bei mir war gerade wie eine Komposition. Genau, es ist vollendet. Genau, es ist ein Kunstwerk. Genau. Es ist vollendet. Ja, ja, ja. Und wenn es vollendet ist, dann gehe ich zurück und sage, und der schaut mit Dankbarkeit auf sein Leben. Das und das habe ich vollendet. Und er hat wunderbare Kunst erschaffen, die uns bleibt. Und das ist erschaffen worden von ihm. Und jetzt ist es Zeit, hinauszugleiten. Mhm. Und das ist ein Weg, den er mit großer Wachheit geht und mit großer Klarheit geht. Sehr berührend und sehr schön. Vielleicht letzte Frage, auch keine einfache Frage, aber du hast ja die sich ja auch schon oft gestellt. Wärst du bereit zu gehen, wenn plötzlich das Leben sagt, jetzt ist es soweit? Ja, nach Hause gehen,
Ist ja nicht schlecht. Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja schon gestorben, wahrscheinlich schon viele Male, aber an eines Mal kann ich mich erinnern, Krebserkrankung, da bin ich durch alle Phasen durch und ich weiß, es war nur Hingabe, was ich da erleben durfte. Ja, ja. Ich denke schon, ich habe noch was zu tun, aber wenn das Leben will, dann mache ich es halt erst im nächsten Leben und insofern. Ich danke dir sehr, voll schön. Sehr gerne. Alles Liebe dir, alles Liebe Stanko, seiner Seele Dankeschön. Und deiner Familie auch. Dankeschön. Alles Liebe euch.